Sascha für netbooknews.de. Ich bin gerade im Burger King in Taipei am Gonga Computer Market und wollte erst Unboxing von der Apfeltasche machen. Nee, Schnickschnack. Erstmal nehme ich noch einen kleinen Schluck hier. Wir haben gerade böse zugeschlagen. Acer Iconia Tab A 500 ist das. Das erste Terra 2 Tablet von Acer. Geht eigentlich erst in den Verkauf am Sonntag. Wir haben eins gefunden hier, das lag in der Auslage. Und haben dann so lange lustige wilde Tänze und Gesänge aufgeführt, bis sie uns dann endlich das einzige Gerät aus der Auslage verkauft haben. Mussten dadurch aber auch leider einen kleinen Aufpreis bezahlen, aber dafür haben wir das jetzt halt 3 Tage, bevor es eigentlich offiziell in den Verkauf geht. Nvidia Tegra 2, 1 GB RAM, 32 GB Flashspeicher, 10.1 Inch Display, 1280x800 ist die Auflösung. Und wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Kostenpunkt. Die Apfeltasche, die bekomme ich dann auch keine Belohnung, wenn wir hier fertig sind. Kostenpunkt 17.000, 18.000 New Taiwan Dollar. Das sind etwa 430 Euro im Moment. Ich gehe davon aus, dass es so zwischen 399 und 429 Euro kosten wird in Deutschland. Also, ausgepackt, den Spaß. Übrigens, kam wieder mit einer schicken Tasche. Egal, ob ich mir hier Netbooks kaufe oder Tablets, jedes Mal packen die hier in Taiwan Taschen dabei. In Deutschland ist das, glaube ich, nicht so und in den USA. Das tut mir sehr, sehr leid für euch. Hier ist eine kleine Anleitung, hier ist so ein Wischtuch, weil natürlich ist hier wieder Glossy-Alarm angesagt. Das ist das Gerät. Lass uns weiter reinschauen. Hier haben wir ein USB, also Micro-USB auf USB-Anschluss. Dann entsprechend das Netzteil. Und hier eine ganze Horde an Garantie, Anleitung, hast du nicht gesehen. Ja, umfangreiches, komplexes Unboxing, wie das so ist bei diesen Geräten, die mit tausenden an Zubehörteilen glänzen können. Das mal zur Seite gepackt. So, da haben wir den Spaß. Erster Eindruck, ich glaube, das ist, wiegt 665 Gramm, 765 Gramm, gebürstetes Aluminium, fühlt sich richtig gut an, ist sehr breit, das sehen wir aber gleich noch im Vergleich zu ein paar anderen Tablets. Und lass uns mal kurz mal rumlaufen. Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter, Anschluss fürs Headset, einen Mini-HDMI-Ausgang, das ist ein Anschluss für eine Dockingstation, die so etwa... Hier kostet so 4.000 NT. Okay, das ist so, ich sag mal, 95 Euro wird die dann wohl so kosten. Hier haben wir einen kleinen Reset-Schalter und einen Reset-Switch, USB 2.0, Micro-USB, Anschluss fürs Netzteil, SD-Karten wieder. Ich glaube, das ist einfach, um den Porträt-Mode, also diesen Switch vom Accelerometer auszuschalten. Und hier ist Volume Control. 5-Megapixel-Kamera hinten. Mit einem Flash-LED-Light. Vorne ist es, glaube ich, eine 2-Megapixel-Kamera. Bin mir jetzt da aber ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Lass mal eben kurz nachschauen. Da habe ich mal richtig recht gehabt. 2-Megapixel-Kamera vorne. Okay, schmeißen wir den Spaß mal kurz an. Oder pass mal auf, bevor wir den anschmeißen, da macht man besser ein eigenes Video raus. Oder zumindest zeigt mir einmal ganz kurz, wie es aussieht. Das ist natürlich nicht die Startseite. Hier, das ist die Startseite. Der bekannte Android 3.0 Honeycomb-Screen, der euch schon bekannt sein dürfte. Und hier diverse Applikationen von Acer, die ich in der Form noch nicht kannte. Aber das gucken wir uns nochmal im ausführlicheren Walkthrough-Video an. Was ich euch jetzt mal ganz gerne zeigen würde, ist, wie sieht es mit der Größe aus von dem Gerät? Erstmal wieder ausschalten. Wenn wir das zum Beispiel mit einem Motorola Zoom vergleichen, dann könnt ihr sehen, dass obwohl die gleiche Displaygröße haben, dass Acer eine ganze Ecke breiter ist. Ganz einfach, weil hier ein breiterer Bildschirmrahmen genutzt wird. Wie sieht das mit dem iPad aus? Wenn das iPad da oben drauf packt,
dann seht ihr, das ist natürlich noch eine Ecke kleiner, aber auch, da das einfach ein 4:3 Format hat, während die beiden anderen Displays 16:10 sind. Und dann haben wir nochmal hier so eine Maschine, ExoPC, 11,6 Inch, den packen wir auch mal runter. Dann könnte man sehen, wie das aussieht. So. Mal ganz, ganz interessant zu sehen, wie breit letztendlich das Acer Iconia Tab ist. Und wie sieht es aus mit der, wie dick sind die? Gucken wir mal hier. Könnt ihr das sehen? Natürlich ist da das iPad 2 ganz vorne, aber Motorola und Iconia Tab tun sich, glaube ich, nicht ganz so viel. Ebenso wie der ExoPC, der ganz unten auf dem Boden liegt. Juti, schieben wir das hier mal alles ganz kurz zur Seite. Und dann sage ich euch noch was generell zu der Verarbeitung. Ist zwischen 399 und 429 Euro. Ja, Glossy Display for the win. Ist das, glaube ich, ein absolutes Schnäppchen. Fühlt sich sehr gut an, könnt ihr gut in beiden Händen halten. Schön abgerundete Ecken. Das gebürstete Aluminium lässt es sehr, sehr wertig aussehen. Und mit den ganzen vorinstallierten Apps, die wir uns gleich noch im Walkthrough-Video anschauen, glaube ich, ist Acer hier wirklich ein sehr interessantes Tablet gelungen. Das ist Acer Iconia Tab A500. Ich bin Sascha von netbook.news.de hier im Gonghua Computermarkt in Taipei. Vielen Dank fürs Zusehen.